Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu The Evil Within 2. Und zwar geht es heute um die Shooting Range. Auf der Shooting Range gibt es zwei verschiedene Spielmodi. Wir kümmern uns heute um den Kettenangriffsmodus. Und dort müsst ihr 70.000 Punkte erreichen, um den Leichenschrankschlüssel zu erhalten. Ihr braucht ja alle Schlüssel, deswegen müsst ihr auch die Shooting Range zweimal bestehen. Und zwar einmal, wie gesagt, im Kettenangriffsmodus, um den wir uns hier heute kümmern und dort 70.000 Punkte erhalten. Ihr habt, gleich werdet ihr da sehen, ganz, ganz viele bunte, ja, Steine, die ihr so viele wie möglich aneinander bringen müsst. Und wenn diese wackeln und ihr die dann abschießt, kriegt ihr A, viele Punkte und B, eine kleine Sanduhr, die die Zeit anhält. Ihr werdet das jetzt hier gleich sehen. Wenn es losgeht, wie gesagt, die blauen zusammen, die roten zusammen, die schwarzen, später kommt dann noch lila dazu. Also ihr solltet so schießen, dass ihr halt immer viele habt. Hier habt ihr gesehen, die haben gewackelt. Jetzt ist eine Sanduhr erschienen. Diese Sanduhren sind sehr, sehr hilfreich und solltet ihr immer dann nutzen, wenn ihr nicht sowieso schon genug Teile beieinander habt. Ihr seht, dass ich die Sanduhren teilweise hier ignoriere. Ganz einfach deswegen, sobald ihr auf die Sanduhr schießt, werden die dort drumherum in derselben Farbe angezeigt und ihr bekommt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es wieder welche gibt, die wackeln. Und wenn ihr wackelnde schießt, wie gesagt, gibt es neue Sanduhren. Ihr seht, dass ich sammle die Sanduhren hier immer so ein bisschen. Das ist meiner Meinung nach der Weg zum Erfolg, die Sanduhren nur dann zu nutzen, wenn nicht sowieso irgendwas wackelt. Und ja, dann dementsprechend hier, jetzt wackeln die Schwarzen wieder und so weiter und so fort. Da müsst ihr halt ja zusehen, einfach halt immer ganz, ganz viel euch die Sachen aneinander zu legen, um halt, wie gesagt, nach Möglichkeit ganz viele Wackelnde zu haben. Ansonsten natürlich einfach die abschießen, wo ganz viele verschiedene Felder nebeneinander sind. Und so werdet ihr, denke ich mal, nach 2, 3, 4, 5 Anläufen auch hier die 70.000 Punkte erreichen. Vielleicht sogar schon beim ersten Mal. Leicht ist es nicht, es ist so ein kleines bisschen Gewöhnung dabei. Aber wenn ihr erstmal wisst, worauf ihr achten solltet, dann sollten die 70.000 Punkte und damit der verbundene Leichenschrankschlüssel auch für euch kein Thema sein. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat geholfen und gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Und ich kann mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Die 70.000 Punkte werden wir hier gleich beisammen haben. Ihr seht das, zum Ende hin gibt es kaum noch wirklich große Kombos, die man machen kann. Deswegen seht zu, die kleinen, die dort möglich sind, euch so gut wie möglich einzuverleiben. 71.000 Punkte haben gereicht, Leichenschrankschlüssel erhalten. Und das war's mit der Shooting Range Teil 1, sage ich mal. Mehr kommt noch demnächst mit dem zweiten. Ja, mit dem zweiten Modus, den es dort ebenso gibt, den müssen wir auch very hard machen, aber das bis beim nächsten Mal. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.